Wir stellen das neueste Update von Manner.com vor. Heute werden wir uns eingehend mit einer neuen und erweiterten Datumsparte befassen, einer der vielseitigsten Funktionen von Manner.com. Zuerst fügen wir eine Datumsparte hinzu. Klicken Sie dazu einfach auf das Plus-Symbol, suchen Sie nach Datum und fügen Sie es Ihrem Board hinzu. Sie können es entsprechend Ihren Anforderungen umbenennen und weiter anpassen. Klicken Sie nach dem Hinzufügen in eine Zelle innerhalb der Spalte und die Datumsauswahl wird angezeigt. Standardmäßig wird das heutige Datum geöffnet. Um das Datum zu ändern, können Sie entweder manuell das Datum für jedes Element auf Ihrem Board auswählen, indem Sie ein Datum aus der Kalenderauswahl auswählen, oder das Textfeld verwenden, um sofort das Datum Ihrer Wahl einzugeben. Anschließend können Sie eine bestimmte Uhrzeit für Ihr Datum hinzufügen. Fassen Sie die Datumsparte an, indem Sie auf die drei Punkte klicken, zu Einstellungen gehen und auf Anpassen der Datumsparte klicken. Hier haben Sie drei Möglichkeiten. Sie können jederzeit die Uhrzeitoptionen verwenden, die Wochennummer anzeigen oder dem Datum ein Symbol hinzufügen. Abschließend können Sie auswählen, wie Ihr Datum angezeigt werden soll. Denken Sie daran, dass die Datumsparte ein leistungsstarkes Tool zum Verwalten Ihrer Projekte und Aufgaben ist. Es stellt sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg und vor allem im Zeitplan bleiben. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.